Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Weiter weiß ich den Text nicht. Hello again. Das sagen wir, wenn wir auf den Podstock angekommen sind. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Podstock-Preview-Podcast. Wuhu, Podstock! Moderier mal weiter an, ich habe vergessen, das Programm aufzurufen. Ja, und wir haben es leider noch nicht auswendig gelernt. Hier sind der Steffen, der Nerd, und das die Freundin vom Nerd, das bin ich, die Kati. Und wir freuen uns ganz doll aufs Podstock, das demnächst vor der Tür steht. Also wir haben jetzt genau. Das letzte Juli-Wochenende. Und in 3 Wochen, glaube ich, ist Podstock. Wuhu! So, zum Glück habe ich die Seite schon mal aufgerufen, deswegen ist das hier ganz schnell. Sehr gut. So, genau, denn auch wir werden beim Podstock reichlichst auf der Bühne stehen, zumindest an mehreren Situationen und möchten auch vielleicht so eine kleine Programmempfehlung, wir haben also selber schon unser Programm auch festgelegt, dann eben machen. Ne? Ein wenig. Ein wenig. Und werden euch so ein bisschen durchs Programm führen, einfach damit ihr auch wisst, was euch erwartet, wenn ihr uns erwartet. Wir hoffen, dass wir irgendwann am Freitagabend ankommen, dass das zeitlich sich irgendwie ausgeht. Da sind noch ein paar Faktoren nicht hundertprozentig geklärt. Vielleicht sind wir dann bei der Eröffnung noch nicht so ganz dabei. Das machen aber Martin Rützler und Sebastian Reimers gemeinsam. Und Martin Rützler hat das, ich habe das im letzten Jahr größtenteils im Livestream gesehen, ganz herzlich und wunderbar gemacht. Ja, sowieso. Also ich war ja jetzt 2 Jahre schon da auf dem Podstock. Für dich wird es das erste sein. Ja. Ja. Ich mache den Hattrick voll. Wuhu. Ich freue mich sehr drauf. Und es war tatsächlich die Jahre bisher immer wahnsinnig schön. Also Martin Rützler ist toll als der Mensch, der durchs Programm führt. Mhm. Die Leute ankündigt, macht das sehr, sehr schön. Sebastian Reimers als der, der die ganze Technik mehr oder weniger im Blick hat, der im Hintergrund läuft, der das Livestreaming ermöglicht, glaube ich, und die Aufnahmen steuert und alles, damit wir einfach nur auf die Bühne gehen und loslabern können. Genau. Und das ist, Martin Rützler ist so ein bisschen der Großvater der Podcast-Szene, kann man das sagen? Das kommt drauf an, möchtest du von ihm gehauen werden auf dem Podstock? Nein. Dann habe ich das auch so nicht gesagt. Aber er ist so ein Großvatertyp. Ich habe ihn unfassbar gern. Ich sehe ihn gerne. So, ja. Da geht es auf jeden Fall mit der Eröffnung um 19 Uhr los. Dann sind wir wahrscheinlich noch nicht da. Dann gibt es traditionell den Sendegarten. Das ist ja wirklich so ein bisschen so das Zentrum der deutschsprachigen Podcast-Szene, dieses Format. Ne? So ein bisschen so das Nachfolgeprojekt zur Pod-Union. Ich glaube auch. Ne? Ja. Ja. Sehr schönes Ding. So ein bisschen so ja Aggregator für das, was in der Podcast-Szene gerade so angesagt, wie cool ist und neu ist auch. Ein Großteil der Podcasts, bei denen ich mitmache, war schon im Sendegarten. Ja. Ich glaube, deiner war mal beim Sendegarten. Ja, schläfst du schon mal da? Ich glaube. Da bin ich ja irgendwie gehöre ich ein Drittel irgendwie dazu. Ja, gefühlt. Schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube tatsächlich, Beckys und mein Podcast, der erste FDPP war dabei. Genau. Puerto Partida mehrfach. Also Johannes ist ja auch Dauergast mehr oder weniger beim Sendegarten, auch mit dem neuen Akte Aurora. Die Geschichtenkapsel haben sie bestimmt auch mal erwähnt, oder? Ich bin nicht mehr ziemlich sicher, dass die Geschichtenkapsel da auch mal da war. Aber Sendegarten ist auch immer so ein schöner Metatalk. Ja. Genau, die sind von 20 bis 21.15 Uhr da und öffnen so ein bisschen dann auch so programmtechnisch das Ganze. Dann gibt es so das erste wirklich große Ding, nämlich das ist Pottery Slam. Ist ein bisschen umständlich. Ich hätte es einfach Pottery Slam genannt, aber naja, gut. Wird von der Vera gemacht. Genau. Von der Vera Sauer, die ja in Wiesbaden regelmäßig Pottery Slam Events organisiert, bei denen wir beiden auch schon einmal dabei waren. Ne? Ja. Gemeinsam, glaube ich, Abendletzte, aber egal. Es war einfach, es war toll. Es war toll. Also es hat Spaß gemacht, es war großartig. Auch, ne? Wir haben Vera und auch ihre Zwillingsschwester Inga getroffen. Wir haben Lara und ihren Freund Kai getroffen. Es war ein super schöner Abend und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze auf der Podstock-Bühne sein wird. Genau. Ich werde das co-moderieren. Ja. So sind die aktuellen Pläne. Spuck. zusammen mit Vera, so ist der aktuelle Plan.
Und das Ganze hat Open End. Wenn ihr euch anmelden wollt, geht das aktuell, glaube ich, nur über Twitter. So habe ich Vera verstanden. Einfach unter @fairqactitan bei Twitter machen. Genau. Ohne C. Verkügtitan ohne C. Verkügtitan. Genau. Genau. Findet ihr das da und dann könnt ihr euch da anmelden. Und parallel dazu findet von der Claudia organisiert die sogenannte Krypto-Party statt. Was da im Einzelnen passiert, weiß ich nicht. Geht auch bis um 11 rum, ist das irgendwie geplant. Und ja, wie gesagt, macht da mal mit. Also Poetry Slam ist immer eine feine Sache. Ist eigentlich immer witzig. Ja. Und ich habe gerade noch mal eben nachgeschaut. Das hat auch irgendwie damit zu tun, was für ein Modus gespielt wird oder gefahren wird, je nachdem, wie viele sich anmelden. Und ich habe halt auch mal gehört, the more, the merrier. Also ihr müsst, glaube ich, mindestens irgendwie 2 Texte haben, waren das, ne? Ja, ich glaube. Ja. Damit ihr, wenn ihr in die zweite Runde kommt, da noch mal dann noch einen zweiten Text habt, aber im Zweifelsfall für Fragen steht auch da die Vera zur Verfügung. Genau. So, dann gucken wir mal auf den Samstag. Mhm. Dann ist dann auch für uns noch mal ein bisschen interessant. Da geht's los mit dem Ludger Lovking, heißt der, glaube ich, auf Twitter, ne? Ich glaube, ja. Genau, dann geht's um Firmenfunk on the Road. Das scheint ein Podcast-Projekt zu sein, von dem ich jetzt noch nicht so viel gehört habe. Ich kann ja mal draufklicken, dann erfährt man das ja. Mhm. Genau. Partykuchengesprächs, okay, was ist das? Keine Ahnung. Podcast über sinngetriebenes Arbeiten, Kommunikation und Führungsarbeit. Mhm. Da bin ich raus. Ja, das sieht aus wie How-to-Firmen-Podcast. Kann auch mal ganz spannend sein, weil Podcasts, auch interne Podcasts, inzwischen immer wichtiger werden. Dann ist die Claudia noch mal da mit ihrem Let's Hack Words Workshop auf der Innenbühne. Oder ist das auf der Innenbühne immer Workshop oder ist das auch Podcast? Das ist auch Podcast. Also soweit ich das verstanden habe, wechselt das so ein bisschen zwischen Workshop und Aber es gibt ja auch den Podcast-Tisch. Genau, das ist dann auch nochmal was. Also es ist irgendwie, die Location ist halt neu. Deswegen kann ich ja natürlich auch nicht viel mehr sagen. Ich habe die auch noch nicht gesehen im Vergleich zum letzten Jahr. Da hatten wir ja nur die Außenbühne im Prinzip, den Podcast-Tisch und den Workshop-Raum. Ich bin nicht sicher, inwieweit die Innenbühne auch Workshop-Raum ist oder dann tatsächlich nochmal für ein zweites Bühnenprogramm oder Vortragsprogramm ist. Das wird sich zeigen dann. Aber es ist, glaube ich, mehr als die Außenbühne für beides gedacht. Die Außenbühne ist hauptsächlich für Bühnenshow. Bühnenshow. Also das wird dann auch gestreamt in der Außenbühne, ne? Ja, genau. Genau. Und Claudia macht da einen Schreibworkshop. Also da scheint es wirklich ein Workshop zu sein, oder? Genau. Wie sieht das aus? Genau, kreatives Schreiben für Podcast-Nerds, wie Geschichten funktionieren und warum sie so funktionieren. Ein bisschen was über die Heldenreise wird wohl passieren. Und wieso das auch für Podcast interessant sein kann und spannend, damit man danach aufbaut. Genau. Jetzt haben wir hier tatsächlich, ach schau, dann ist das hier, ich sehe es nämlich gerade, Let's Hack Words ist wahrscheinlich der Vortrag dann dazu. Und dann gibt es nämlich danach in der Workshop den Workshop dazu, in der Werkstatt. Ja, guck, genau. Dann um 11. Genau. Das sind also morgens die beiden. Warte mal, wenn es um 10 losgeht, müssen wir bis um 10 ja gefrühstückt haben. Müssen wir ja früh aufstehen. Wir holen uns das Frühstück einfach ins Zelt. Und schlafen noch eine Stunde. Wir haben nämlich ein Zelt, das annähernd ein Festzelt ist von der Größe her. Ja. Wer Bier mitbringt, darf mitfeiern. Wir geben vielleicht ein Bier aus für denjenigen, der es uns aufbaut. Genau. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Genau, um 11 rum geht es nämlich auf der Außenbühne weiter mit einem Projekt, wo ich relativ gespannt drauf bin tatsächlich, nämlich von der Lara Studer, ein neues Podcast-Projekt, #Mensch. Mhm. Da gab es bis jetzt nur einen Trailer. Genau. Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Ja, ist es. Sie arbeitet auch schon sehr lange daran. Also sie hat, glaube ich, Anfang des Jahres, wenn nicht gar Ende letzten Jahres, schon rumgefragt, wer denn mitmachen möchte. Hat ein Team zusammengestellt, wenn ich richtig informiert bin, ich mag mich aber täuschen, sind also 12, 13 Leute insgesamt beteiligt. Das sind eine Menge Leute, ja. Sind relativ viele. Ist wirklich wie so ein, also man kennt es aus den USA ja, diese professionalisierten Podcasts, wo man ein ganzes Team, ein Produktionsteam dahinter, Cutter dahinter etc. pp. Und man hört halt immer nur, ähnlich wie bei den Fernsehshows, man nur sieht den Anchorman oder die Anchorwoman. Und ähnlich schien es auf mich immer zu wirken, was Lara geplant hat für #Mensch. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, ja. Das ist Themenspektrum ist riesig, also wirklich alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, was den Menschen betrifft, gegebenenfalls. Genau. Das wird spannend und das geht eine Dreiviertelstunde wie die meisten Bühnenshows und das wird sehr interessant. Auf der Innenbühne macht dann Tobias Mücke was zum Fotografieren. Das klingt interessant, wenn man sich für Fotografieren interessiert. Du interessierst dich für Fotografieren. Ja, ich bin dann schon wieder hin und her gerissen, wo ich jetzt überhaupt hingehe. Also wir sind mit Lara, befreundet, wir sollten Lara gucken gehen. Ja, ich bin, ja. Jetzt zum Fotografieren habe ich ja auch noch andere Menschen, die mich anleiten können, gegebenenfalls. Das ist wahr. Tobias Mücke sieht man dann um
12 nochmal auf der Außenbühne. Der macht da einen Vortrag, eine Veranstaltung namens The Internet is for Moron. Genau, welche Möglichkeiten hat das Internet zum Thema Trauer und Tod? Ja, das klingt erstmal schwer, aber ist ein Thema, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Auf jeden Fall. Und auch sollte. Und auch, ja. Das sollte auch kein, also ich finde, das Thema Tod ist viel zu oft ein Tabuthema. Mhm. Und es ist gut, dass man das dann auch mal ein bisschen auf einer Größe angelegt und auch eben, dass dann auch mal gestreamt wird in dem Fall. Genau. Dann macht zur gleichen Zeit auf der Innenbühne Becky ihren Workshop 280 Zeichen, GIFs und Hashtags, Social Media für Podcasts. Ich habe schon eine kleine Kostprobe bekommen, neulich beim Akta Aurora internen Meeting. Aha. Bei dem sie dabei war, als Teil des Kommunikationsteams. Und ich wurde quasi verpflichtet, dahin zu gehen. was sich ja nicht schadet. Also, weil so die ersten Inputs habe ich da durchaus schon bekommen und mitgenommen. Ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich dann hinkriege, wenn ich für wie viele Podcasts mittlerweile twittere. Ich habe die Übersicht verloren. Also, ich hab bei dir in den Anmeldebogen 5 eingetragen, davon ist der eine aber meiner. Also du bist ja hier mit eingespannt. Da twittere ich nicht. Da twitterst du in der Regel nicht. Aber für 4 auf jeden Fall. Für 4 auf jeden Fall inzwischen, ja. Also wenn ich deine dein Twitter-Account mal so schielen so sehe, was du da für kleine runde Kästchen da sitzen hast, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Ich finde es auch mega interessant, ist für mich auch eine Pflichtveranstaltung in dem Sinne. Ja. Weil ich ganz häufig gerade im Comic-Bereich dann so Leute sehe, die so ihre Reviews posten und im Grunde genommen alles ist blau und du weißt gar nicht mehr, wo ist jetzt der Link zum Beitrag, weil der auch noch irgendwie mit so einem URL-Shortener dann verkleinert ist und du kriegst einfach nicht mehr mit. Hashtag und Mentions und hast du nicht gesehen, erkennst du gar nicht mehr, was, also wenn du von den 280 Zeichen bloß noch 5 in weiß hast und der Rest blau ist, ist unübersichtlich. Und das ist, glaube ich, so eine Instagram-Nummer. Ich benutze ja seit kurzer Zeit Instagram. Instagram. Und das ist so ein Instagram-Ding, dass du einfach gefunden wirst mit deinem Influencer-Kram. Genau. In der Werkstatt macht TJ dann einen Workshop wahrscheinlich zum veganen Kochen und dabei reden oder so. Wahrscheinlich dann in der Küche, also Werkstatt wahrscheinlich dann eher in der Küche. TJ gehört auch zum Team Verpflegung, wenn ich das richtig weiß. Genau, ne? Genau. Da, die haben sich da haben auch Podcasts aufgenommen, die glaube ich wo zum Teil auch bei TJ im Trollcontainer erschienen sind. Ne? Ja, ich meine, die gehen so ein bisschen rum bei den Leuten, die beteiligt sind. Auf Twitter findet ihr die unter @eternalbuffet. Genau, das ewige Buffet. Das ewige Buffet. Das ist sehr interessant, was sie haben sich wirklich richtig gute Gedanken gemacht, was das Essen angeht. Großes Lob nochmal an die Mannschaft. Wer ist dabei? Inga, Vera, TJ, Kai, dann... Den deinen Namen weiß ich auch nicht. Irgendwas mit E, ich habe es vergessen. Es tut mir so leid. Aber ich glaube, dass der Kanal auch gehört. Ja, ne? Wir werden das Essen loben ohne Ende. Genau, also es wird sehr, sehr interessant, was sie da essen. Ich glaube, einen Tag soll es irgendwie Pizza zum selber machen. Soll's. Oh, ich wollte noch anbieten, mein großes Nudelholz mitzubringen. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. So. Oh, verdammt. Dann geht's ins Mittagessen. Genau, und dann geht's nochmal mit der Claudia. Die ist umtriebig dieses Mal. Mhm. Mit der Claudia weiter, die macht was zum Thema DSGVO. Das kann im Grunde genommen auch nicht schaden, vielleicht auch so aufbauend auf Beckys Vortrag. Dann machen Dela und Judith, glaube ich, gemeinsam den Handarbeitskurs. Das glaube ich, auch dieses, wie heißt das, Tangle? Santangle. Wenn ihr der Meet Judith folgt auf Twitter, dann habt ihr ab und zu mal diese Tangles von ihr schon gesehen in der Timeline. Ich finde die immer wahnsinnig schön. Ja, die sind unfassbar. Und sowohl Dela als auch Judith sind beide irgendwie mit Häkeln, Stricken, hat man nicht gesehen, viel zugange, sehr kreativ dabei und bieten so ein bisschen Grundlagen. Und Dela hat, glaube ich, die halbe Podcast-Szene schon behäkelt mit Figuren. Und ich glaube, Volki hat irgendwie so einen Nightwing von ihr bekommen. Ja, wow, und ganz es gibt einen kleinen Jacques Cousteau mit Kochtopf für Voltaire. Der ist so toll. Der ist ganz großartig. Ganz toll. Ja, und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich eine Steigerung davon geben. Dann bringt Inga, die ja Süßwarentechnikerin ist, Häkel- und strickbare Gummischnüre mit. Ach, wie schön. Ist geplant. Und dann essbar. Also nicht so diese Weingummischnüre. Inga bringt dieses Mal ja auch japanische Süßigkeiten mit. Mhm. Und die bringt auch diese Chin-Chan-Kekse mit. Yeah! Also die mit dem kleinen, Gott, wie heißen die? Taboha oder wie, keine Ahnung. Chin-Chan-Kekse. Genau, diese Chocobits heißen die, glaube ich. Gib mir diese Chocobits. Das sind die Chin-Chan-Kekse, wo oben auf dem Deckel auch Chin-Chan drauf ist. Genau. Sie wusste das gar nicht. Und ich bin ja momentan, ich gucke ja nochmal die deutschen Folgen von Chin-Chan nach und war ganz happy, dass ich auch mal diese Packung, die sehen so aus wie diese Koala-Kekse. Die gleiche Packung. Aber die Kekse sind anders. Genau. Wenn ihr weder für Handarbeiten noch für die DSGVO zu begeistern seid, dann könnt ihr um 14 Uhr auch in die Werkstatt zum Sven gehen. Der bietet da einen kleinen Einstieg ins Pen-and-Paper-Rollenspiel. Genau, Rollenspiel Risos habe ich auch noch nicht gehört.
wenn ihr euch erinnert und ihr seid lange bei Nerd Nerd dabei, wisst ihr, dass wir hier schon Rollenspiel gespielt haben. Sowohl DSA, das schwarze Auge, als auch Vampire the Masquerade, oder Vampire, glaube ich. War es Vampire oder Masquerade, glaube ich, das Videospiel. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir hier Vampire mal eine Zeit lang gespielt. Das heißt, ich bin, was Rollenspiel angeht, nicht so ganz unbefleckt. Ich mag aber dann schon lieber den Handarbeitskurs besuchen, weil ja. diese Tangles und Häkeln und irgendwer hat noch von Bügelperlen geredet. Da mache ich in jedem Fall mit. Ja. So, dann wird es hier für unseren Podcast definitiv wichtig, denn um 15 Uhr gibt es das große Nerd-Nerd-Format-Roulette. Und das ist tatsächlich so gemeint, wie es da steht. Es wird wild. Es ist irgendwo zwischen Podcast und... Ja, ich mache Geräusche, es tut mir leid. Ich bin nervös. Das ist schon okay. Ich möchte es nur unseren Hörern ersparen. Gut. Irgendwo zwischen Podcast und Kindergeburtstag. Ich glaube, das ist so das, was man über das Konzept sagt. Tendenziell mehr Kindergeburtstag, glaube ich. Also eigentlich wie immer. Eigentlich wie immer, genau. Nee, es wird sehr spannend. Wir haben schon ein paar Gäste fix auf der Liste stehen. Ein paar Ideen stehen auch schon. Es wird ein Quiz geben, es wird Aktionsspiele geben, natürlich auch Podcast-Parts. Ich sag mal so, wenn ihr Nerd 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 kennt und hier regelmäßig zuhört, es wird nicht so wie Nerd Nerd Nerd. Es wird anders, es wird besonders. Also ich will nicht zu viel versprechen, weil es steht noch eigentlich gar nichts richtig fest. Es muss alles noch konzeptionell ausgearbeitet werden, aber das wird. Wir arbeiten am besten unter Druck. Genau. Also wahrscheinlich am Freitagabend auf der Herfahrt wird, also auf der Fahrt zum Potsdok wird Steffen Karteikarten voll kritzeln oder sowas. Ja, hatte ich genauso vor. Ja. Okay. So, dann Sebastian Reimers macht einen Workshop auf der Innenbühne zum Thema Stühle. Nee, Moment, das ist noch... Bin ich weiter? Oh, Entschuldigung. Du bist zu weit verrutscht, genau. Dann macht der Udo Sauer, der Sauer Bruder, nicht die Sauer Schwester, zum Thema Podcast-Produktionen am Beispiel von Mboblo. Und wenn ihr Mboblo noch nicht gehört habt, dann wird es Zeit. Tolle Hörspielreihe, aufsetzend auf Puerto Partida. Soll, glaube ich, noch eine Staffel kommen, habe ich gehört. Ja, ich habe das auch gehört. Ist ja auch im Prinzip, obwohl Puerto Partida durch ist, nicht weiter tragisch, weil das Setting von Mboblo basiert ja quasi drauf, Puerto Partida ist halt eine Kulisse, sowas wie eine Daily Soap, und die Charaktere rennen da halt rum. Und wenn eine Folge aufgezeichnet wurde, hatten wir alle eine Rolle zu erfüllen und dann hatten wir Feierabend und haben uns in Mboblo getroffen. Und das ist zum Schreien witzig. Es ist großartig. Es ist nicht jede Folge zündet, weil die sind zum Teil einfach nur so zwei, drei Sätze, die man sich so entgegenwirft. Aber da sind halt durch die Kürze der Zeit so viele witzige Sachen passiert. Also ich habe mich selten bei einem Podcast-Projekt so weggeworfen. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht so viel, was Puerto Partida angeht. Ich bin irgendwann ausgestiegen zu meinem eigenen Bedauern. Aber ich habe trotzdem noch genug. Ich habe ja auf der Klassenfahrt neben Stefan gesessen, ohne es zu wissen. Ja. Was mich geärgert hat. Genau. Ja, ja, Stefan und Kolportes. Wir haben noch Kölschwitze gemacht. Ja. Putschwitze. Aber es hat irgendwie nicht. Du warst auch sehr nervös mit den vielen Menschen. Es war, also, es war wahnsinnig laut da drin. Und, ich glaube, parallel dazu noch ein Bundesligaspiel. Zu Steffens Verteidigung. Ich habe es auch erst nach mehreren Sätzen von Stefan Proksch verstanden, dass es Stefan Proksch ist. Bis ich ihn erkannt habe. Ich kenne auch immer die Gesichter von den Leuten nicht. Ne? Ein paar Leute kennst du vom Gesicht von Twitter oder ein paar hatten wir auch schon mal vorher persönlich getroffen. Genau. Ich kenne ja ein paar von den Leuten übers Internet auch schon etliche Jahre, zum Teil länger als dich. Also dass man ja halt bei Twitter über... Aber ich kenne dich besser. Ja. Ja, das stimmt. So, am Podcast-Tisch, auch um 15 Uhr, hört ihr und seht ihr den Ralf Meyer, der mit dem Nebensprechen dabei ist und Kaffee und Kekse verspricht. Also das, was Ralf auch ausmacht. Genau. Lebt durch, und da gibt's, wird der Podcast-Tisch nicht auch gestreamt? War da nicht irgendwas? Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist möglich, dass ich meine, dass es immer eine Video- und Audiospur gab, aber ich glaube, letztes Jahr gab es auch keinen Podcast-Tisch. Letztes Jahr gab es die Spur vom Podcast-Tisch auf den Lautsprechern von der Außenbühne. Das war witzig. Während die Geschichtenkapsel liefen, weil wir eher ein absurdes Theaterstück aufgeführt haben, ist es eigentlich nicht aufgefallen. Spannend. So, ja. jetzt kommen wir dann aber wieder zu Nerd oder Kati-relevanten Themen, nämlich um 16 Uhr ist die Pre-Show, sag ich jetzt mal, zu Akte Aurora. Genau, und zwar ist ja Akte Aurora das neue Konzept so, dass es immer zwei Sendungen gibt. Einmal eine, in der Kandidaten gegeneinander antreten oder KandidatInnen. Und dann wird dabei herausgefiltert, wer den Fall ermitteln darf, der im zweiten Teil der Folge dann relevant ist. Und um 16 Uhr findet eben dieser Wettstreit zwischen den KandidatInnen statt, die wir dort ermitteln werden. Also die stehen jetzt noch nicht fest, die KandidatInnen, sondern es wird eine Quali-Frage geben und dann eben die Spiele, mit denen sie gegeneinander antreten. Da war ich ja bei Akte Aurora bei der Generalprobe dabei und habe da eine der Rollen übernommen. Das ist auch ein sehr ambitioniertes Projekt. Und ich höre dich manchmal fluchen, dass es, wenn du so hier neben mir sitzt und alles organisierst und das so kompliziert ist. Ja, es ist natürlich relativ aufwendig, weil im Gegensatz zu
Puerto Partida, wo die Rollen vorneweg eingesprochen wurden und nur Johannes im Prinzip mit dem Kandidaten oder der Kandidatin live war, ist es jetzt immer so, dass mindestens 5 Leute quasi live sind. Also Johannes, nee, 6 Leute sogar, die beiden KandidatInnen und die Verdächtigen, die live zugeschaltet sind. Das sind immer 3 Personen. Und die müssen alle informiert werden, die müssen die richtigen Texte kriegen, die Links kriegen. Es gibt zusätzlich noch einen Sprecher, das heißt, ich muss auch da Leute informieren, die diese Texte rechtzeitig einsprechen müssen. Es gibt eine Rahmenhandlung, wo Leute Texte einsprechen müssen und alles. Und es macht wahnsinnig Spaß. Es ist ein Riesenaufwand, das zu organisieren, ja. Es ist aber trotzdem toll und lustig und mit vielen tollen Menschen verbunden. Und ich bin gespannt, wie das live auf der Bühne werden wird. Ja. Also ich kann mir das tatsächlich in so einer Bühnensituation besser vorstellen, weil die Leute hast du dann einfach da. Ja. Und im Grunde genommen hat man das Kernteam von Acta Aurora ja sowieso da. Mhm. Wenn man dann noch jemanden dazu braucht, holst du dir spontan auf die Bühne. Ja, oder wir lassen Johannes alle Rollen sprechen. Der kann ja genug stimmen. Das hat also, er bei Puerto Partida unter Beweis gestellt. Genau. Ich bin da auch sehr gespannt. Ist für mich auch definitiv dann in dem Slot die Veranstaltung, wo ich hingehen möchte. Denn ansonsten finden da 2 Sachen statt. Also einmal natürlich, jetzt kommt Sebastian Reimers mit Studio Link, Hands-on, das ist der Workshop, um 16 Uhr auch. Und da geht's um sich zu bewegen, Einstieg in Parcours. Das ist ja nun mal gar nichts für mich. Nee. Bestimmt auch sehr spannend für Leute, die agil und beweglich sind. Aber ich habe zwar mal ein Nilpferd schnell rennen sehen, aber anmutig sieht das nicht aus. So. Das stimmt. Und es wartet kein Kuchen am Ende der Strecke, habe ich gehört. Von daher sind wir da raus. Ja, dann ist das ja komplett innerhalb aus jeglicher Kategorie. Absolut. So, 17 Uhr, der nächste Slot. Genau, Außenbühne bestreiten da Jan Giesmann und Daniel Bialas mit dem Brombeerlabor. Das ist ein Podcast, den gibt es noch nicht so lange. Das ist auch so ein Crossover-Ding irgendwie, ne? Genau, genau. Also Daniel macht ja eigentlich den Brombeerfalter und ich habe leider das Labor. Ist es das Podcast-Labor oder war das von Klaus Backhaus das? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht kann man das ja, wenn man hier draufklickt, man kann es immer auch noch sehen. Ich glaube aber, der steht nicht dabei. Auf jeden Fall ist es so ein Kessel Buntes aus allem Möglichen, was rund um Podcasts oder das Leben von Jan Giesmann und Daniel Bialas passiert. Immer mit wunderbaren Gästen und einer tollen Station Voice, nämlich dem Jörn Schaar, der auch diesmal live dabei sein wird. Eventuell auch bei uns. Eventuell. Ist auch so ein Hans Dampf in allen Gassen. Möglicherweise ist er auch bei Acta Aurora dabei. Der ist sehr umtriebig. Der macht ja auch, wo ich noch nicht geschafft habe, reinzuhören, weil es auch so viel ist. Ja. Der macht ja nicht den Konkurrenz-Podcast zum König der Podcast, weil es ein anderes Thema ist. Der macht den High Alarm Podcast. Ja. Es gibt so 2 deutschsprachige Monsterfilm-Podcasts, die man eigentlich hören sollte. Unseren König der Podcast, wo es um Kaiju-Filme geht und den High Alarm Podcast, wo es um High-Filme geht. Also die haben einfach sich auf die Fahne geschrieben, einfach alle High-Filme zu gucken, die es gibt. Das ist ziemlich cool. Das klingt mega. Da sind auch Filme dabei, die wir schon geguckt haben beim König der Podcast tatsächlich. Ja. Das klingt auch nach einer Sache, die ich auf jeden Fall mir angucken möchte. Genau. Dann Tim, den ihr vielleicht aus der Geschichtenkapsel kennt und als ehemaligen Cutter von Puerto Partida. Süß, nicht sauer diesmal. Aber es gibt auch einen Tim Sauer, Es gibt auch einen Tim Sauer, genau. Wir wollen eigentlich beide überreden, beide Tims einen Podcast gemeinsam zu machen, der dann irgendwie süß-sauer heißt. Wenn es doch nur eine Folge ist. Es ist egal, mach das bitte. Also da möchte ich tatsächlich hingehen und das Brombeerlabor hole ich dann hinter MVOD nach. Genau, der macht nämlich Lust am Lärm, Sounddesign für Hörspiele. Und das ist ja für uns Geschichtenkapselmenschen auf jeden Fall spannend und toll und interessant und super toll. Also ich freue mich drauf. Dann gibt's von Dela, Jonas, ich glaube, der Florian ist dort dabei. Mhm. Hab ich noch jemanden vergessen? Die hat immer einen Gast dabei, ne? Ein Gast ist immer noch dabei, genau. König, Bube, Dame, Gast. Der Stephen King Buch-Podcast, bei dem du auch schon zu Gast sein durftest. Ja, ne? Es war sehr witzig. Ich weiß, vielleicht ist die Folge schon, nee, ich glaube, sie ist noch nicht raus. Aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht. Das ist total schön. Also es wird immer was von Stephen King oder einem Stephen King anverwandten Menschen gelesen. Wir hatten von seiner Frau ein Buch. Du hast auch sehr geflucht, als du es gelesen hast. Du warst nicht begeistert, ne? Nee, waren wir aber alle nicht. Das Beste an diesem Buch ist der Klappentext. Der ist richtig geil, aber es hat mit dem Buch nichts zu tun. auf jeden Fall wird es da auch eine Sondersendung fürs Podstock geben. Und dann auf dem Podcast-Tisch, wo es auch am besten passt. Genau. Dann mein aktuell deutschsprachiger Lieblingspodcast. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich feiere die beiden so ab. Ich mag in der Vergangenheit meine Differenzen mit Kai gehabt haben. Aber das ist ein geiles Podcast-Projekt. Oh ja. Christopher und Kai machen live Zeitspeise. Yeah! Das ist momentan wirklich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Und es geht ums Essen. Ich will euch nicht unter Druck setzen, Jungs, aber wir erwarten Kostproben. Ja. Also, ganz ehrlich. Also, Kai ist im Team Verpflegung, genau. Macht den Hobbykoch-Podcast. Der Mann kann kochen. Er soll es gefälligst tun. Genau.
Um 18 Uhr parallel dazu auf der Innenbühne sehen wir den Anim, den Renthoron, der Podcasting unter Linux macht. Ja, das wollte ich mir eigentlich auch angucken, weil ich hoffentlich bald meinen Linux-Rechner wieder kriege, der im Moment immer noch bei meinem besten Kumpel ist, der Informatiker ist und den reparieren wollte, aber der ist irgendwie noch nicht wieder richtig eingerichtet worden. Ja. Und deswegen ist er immer noch Das dauert weg. Wohl noch. Seit genau. März. Aber im Zweifelsfall installiert man, da gibt es bestimmt auch Audacity da drauf, dann macht man Audacity das. Audacity ist problemlos da drauf. Ich denke auch. Ja. Genau. Dann Abendessen kommt wahrscheinlich so die große, nach dem Abendessen kommt die große Samstagsabends-Megashow. Nämlich Cinematic Smash Brothers, diesmal moderiert von Becky, die das, glaube ich, mindestens schon einmal gemacht hat. Ja, mindestens. Das war die Cinematic Smash Sisters Folge in dem Sinne. Das war, glaube ich, auch die einzige, die ich von dem Format gehört habe. Weil Valara Kalbert da mit dabei war, mit der ich ja befreundet bin. Und das hat mich einfach derartig interessiert. Und ich war die Station Voice. Yay! Und das hat eigentlich ganz toll gemacht. Du warst ein bisschen unzufrieden mit dir, ne? Ja, ich fand, es hätte noch enthusiastischer klingen können. Ja, das machst du beim nächsten Mal dann. Okay. Wenn sie die Samples nicht nochmal benutzen, keine Ahnung. Ja, ich bin ja tatsächlich Kandidatin, ich habe mich freiwillig gemeldet. Was machst du auch sowas? Weiß ich auch nicht. ich bin gespannt, wie das werden wird, weil ich ja sehr viele aktuelle Filme auch eigentlich gar nicht gesehen habe. Also wenn wir ein Schwarz-Weiß-Film-Special machen, dann bin ich dabei. Ich habe durch meine Mom ganz viele Schwarz-Weiß-Filme, egal. Aber sollte ich als Kandidatin da nicht weiter wissen, mache ich einfach live die Station Voice und lasse die anderen beiden. Und ich mache dann so Gesten. Also genau. Am Ohr ziehen und an der Nase drücken. Genau. Sehr gut. Du kannst da so Schilder hochhalten. Genau. Weißt du, so. Und so tanzen. Ich kann so Filme tanzen oder so Argumente tanzen. Nein, Quatsch. Nein. Das fällt auch überhaupt nicht auf. Ach, überhaupt nicht. Parallel dazu nochmal der Ludger. Genau. Der Liebeskönig mit dem Thema Versionskontrolle mit Git, das klingt informatisch. Ja. Genau. Genau. Und dann wahrscheinlich auch mit Open End, dann am hinten nach dem Cinematic Smash Buzzers um 8:45, dann Akte Aurora, die Ermittlung, also dann der Hauptfall, der dann gemacht wird. Genau. Also Puerto Partida letztes Jahr auf der Bühne war schon ein Erlebnis. Ja. Yeah. Weil Tobi da im Alleingang die Show geschmissen hat, hätte ich was gesagt. Ja, und geschmissen kann man in dem Fall doppelt hat. wir wollen ihm jetzt nicht böse sein, nee. Aber er hat das Konzept sehr frei ausgelegt. Ja, er kannte es halt nicht. Also das hat man dann. Das war eine ganz schöne Herausforderung. Johannes hat auch mächtig geschwitzt auf der das Bühne. Ich habe ihn noch nie so schwitzen sehen in einer Situation. Also. Ja, und also ein Teil lag sicher an den Scheinwerfern, die waren sehr warm, aber. Es hat doch so geregnet. Du musst so ausgeglichen haben, oder? Nee, die Bühne war ja überdacht. Ah, okay. Und dann die Scheinwerfer. Ach, das geht rüber. Genau. Dann sehen wir den Sustikel, der abends noch so ein bisschen Sterne gucken macht. Das hat er, glaube ich, beim letzten Mal schon mal gemacht. Ne? Genau, ja. Der hat meistens Teleskopaufbauten dabei, eins oder mehrere. Ich weiß es gar nicht genau, weil ich nicht dabei war. Weil ich dann irgendwie privat selber noch Podcasts aufgenommen habe. Und der macht es aber wohl sehr schön. Also alles, was ich davon gehört habe, die waren alle wahnsinnig begeistert. Und ich bin für sowas ja gänzlich ungeeignet, weil ich A, nicht in der Lage bin, eine Sternenkarte zu lesen. Ich weiß immer nicht, wie rum ich die halten muss und gucken muss und umdenken muss und ähnliches. Und ich bin auch so mit rechts und links nicht gut. Also wenn mir jemand sagt, rechts von Stern X findet sich Stern Y, dann gucke ich garantiert links davon. Ja, da können wir uns zusammentun die Hand geben. Ja. Am Sonntag ist dann so ein bisschen der Abreisetag auch schon. Und traditionell gibt es dann das Sunday Morning da. Mhm. Das hat es ja, glaube ich, auch schon gegeben, ne? Ja. Ja. Genau. Da habe ich, glaube ich, noch geschlafen zu der Zeit und das mir nicht auch nochmal nachgeguckt. Sehr früh, ja. Und die Brunch-Show und das ganze Closing-Ding macht dann Martin Rützler, alle so ein bisschen zu verabschieden. Das war letztes Mal auch sehr herzlich. Also ich kann das echt nur loben, wie Martin das letztes Jahr moderiert hat. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass er das dieses Jahr auch wieder ganz toll machen wird. Ja. Was ich, wenn ich mir noch was wünschen darf, im Vorteil Bitte. Wünschen dürfte, wäre so ein Soundtesting, wie es letztes Jahr gab. Erinnerst du dich an das, was wir bei YouTube gesehen haben, wo Johannes und Martin gesungen haben? Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. War sehr das schön. Das war sehr schön. Es war sehr spontan. Wahrscheinlich geht das nur spontan, aber es wäre schön, wenn sowas wieder das geht. War, das kann man nochmal verlinken dann auch. Ja, oder aber man sich nochmal raussuchen. Genau. Das ist so der Podstock-Mut eigentlich. Ja. Ne? So, das ist, wir freuen uns mega drauf. Das kann auch nur mit sehr viel Adrenalin und Vorfreude erklärt werden. Oh ja. Und diesmal sind wir mehr oder weniger mit dabei und gucken uns den Spaß von innen an. Wir hoffen, dass wir irgendwann zwischen 20 Uhr und 21 Uhr dann auch da sind am Freitag. Genau, jetzt habt ihr so ein bisschen unseren Fahrplan auch, aber klickt euch das nochmal zusammen. Vielleicht interessieren euch andere Veranstaltungen. Wäre natürlich schön, wenn wir ein paar Leute von euch bei uns an den Bühnen und Vorstellungen dann sehen würden. Und wir bringen Buttons mit. Wir bringen Buttons. Es gibt Nerd-Nerd-Nerd-Buttons und Personal-Buchführung-Buttons, ne? Ganz genau. Ach ja, und Bücher wollte ich auch mitbringen für den Bücherflohmarkt. Genau, also wenn ihr noch Bücher habt und oder alte Comics, die ihr mir schenken möchtet.
und oder Geld, mit dem ihr uns Bücher und Comics abkaufen wollt. Und oder Geld. Dass ihr uns einfach schenken möchtet. Genau. Bring das gerne mit. Nee, also mein Plan war so ein bisschen, ich bringe was mit und wenn ich mal nicht irgendwo bin, was nicht so häufig der Fall sein wird, aber vielleicht so bei den Essenszeiten oder so, dann eventuell auch noch ein Mikro aufzubauen am Flohmarkttisch quasi und ein paar Leute mit reinsprechen zu lassen. Genau. So. Da haben sich auch schon einige freiwillig gemeldet. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe ein Handy dabei, da könnt ihr auch reinsprechen, wenn ihr unbedingt möchtet. Genau. Und dann könnt ihr vielleicht in der nächsten, also in der Nerd Podstock Recap Show so ein bisschen dabei sein. Ich guck mal, dass ich ein bisschen Material mitnehme. Mhm. Ist ja jetzt nicht so wie auf den Comic-Veranstaltungen, wo ich mich nicht traue, Leute anzusprechen. Ein paar von den Leuten kenne ich dann ja zum Teil auch schon persönlich. Genau. Dann macht mir das vielleicht auch nicht mehr so viel aus. Also Podstock ist tatsächlich so ein Ding, wo ich mir überlege, ernsthaft dafür mal so ein mobiles Aufnahmegerät, ein richtiges zu besorgen. Da schauen wir nochmal. Genau, ja. Podstock findet statt. Aufbautag ist am 16.8. und geht bis zum Abbautag am 20. Die Kernveranstaltung aber am 17., 18. und 19. August. Also jetzt auch schon in 2 Wochen ziemlich genau, ne? Mhm. Ja, also 2,5 Wochen. 2,5, 3 Wochen. 2,5, 3 Wochen. 2,5, 3 Wochen, ja. Ja. Ja, ist ja schon Sonntag. Richtig. Genau. Genau. Ja. Das soll es zu dem Thema auch schon gewesen sein. Kommend und kommend reichlich. Es müssten noch Tickets da sein. Es gibt, glaube ich, noch Tickets, genau. Also das Ding ist halt, dass das häufig, also der Großteil mit Zelten oder ähnlichem anreist und übernachtet. Es gibt auch Betten im Haus, im Zimmer. Die sind natürlich begrenzt, aber der Zeltplatz ist wohl relativ üppig vorhanden, um sich da einzurichten. Genau, es scheint noch 75 Tickets zu geben. Genau. In der Preisrange von 120 bis 150 Euro. Für die 3 Tage. Da ist Essen mit drin. Und ich glaube, einmal Grillen. Ja. Und Getränke sind komplett drin. Also da stehen immer massig Kisten mit Mate und ähnlichem rum. Kaffee soll es auch noch geben. Ja. Es gibt noch 9 Budget-Tickets und 75 reguläre Tickets. Also da ist auf jeden Fall noch was zu holen. Ich glaube, ein HelferInnen-Ticket, weil jemand davon zurückgetreten ist hier. Oder? Da. Ein HelferInnen-Ticket. Da. Ah, da, genau, von Freitag bis Montag, genau so. Da bin ich immer zurückgetreten und deswegen gibt es das noch. Genau, findet ihr alles unter www.podstock.de und kommet und reichlich, hier, ich sehe gerade, es gibt noch umsonst WLAN und es gibt noch einen Fahrdienst bis zum nächsten Bahnhof irgendwo. Genau, also weil die Location so ein bisschen außerhalb der Stadt ist, damit wir da unsere Ruhe haben und richtig laut podcasten können. Kinder bis 14 Jahre kommen kostenlos rein mit einer Person, die ein Ticket hat. Genau. Genau. Das Ganze findet in der Kulturherberge in Pöllemann statt, weiß ich nicht. Genau. Die Verpflegung wird barrierefrei sein. Das heißt, es wird immer einen großen veganen Anteil geben, genau. Damit alle dran teilhaben können. Ja, das alles andere könnt ihr euch dann gegebenenfalls noch zusammenklicken und zusammensuchen. Genau. Und es kommen ganz viele tolle Menschen und der Ralf bringt Kekse mit, hat er gesagt. Und holt Brötchen. Ja. Genau. So, das soll es aber nur wirklich gewesen sein. Okay. Okay. Tschüss, Kathi. Tschüss, Steffen. Auf wieder, Nerd. Jetzt will ich den Knopf nicht. Hot Takes. Ist das falsche Fenster?